Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Der Roger Wittmer hat mich ganz aufgeregt angerufen. Ich soll unbedingt bei ihm in der Weidgarage in Grätzenbach schnell vorbeikommen. Und ja, gehen wir mal schauen, was er hat, oder? Salut Roger. Guten Morgen, Reto. Wieso hast du mich so aufgeregt angerufen? Wir haben heute etwas ganz Spezielles. Und zwar haben wir den Peugeot 2008 oder 2008 hier, und zwar als Elektro. Nachdem was ich dir angeläutet habe, hat mir Peugeot angeläutet. Die haben ein Problem in der Tischbuch. Das Auto, das hier geliefert wurde, das muss wieder abgeholt werden. Es ist fälschlicherweise zu mir gekommen. Und dann habe ich natürlich gesagt, wir nutzen die Gunst der Stunde. Der Reto, der soll kommen. Wir werden das Auto zeigen. Und darum bist jetzt du hier. Herzlich willkommen zur Präsentation vom ersten E2008 in der Schweiz. Wir haben für alle Kunden, die eine Probefahrt ausführen wollen, haben wir so Schutzmasken organisiert. Also das heisst, ihr müsst die nicht mitbringen, bei uns kommen wir eine neue über. Wenn wir die Schutzmaske montieren, ist es wichtig, dass wenn wir die aufsetzen, dass zuerst die Nase gut montiert wird. Das heisst, da muss sie schön angedrückt sein. Ja, habt ihr gesehen? Mit Schnauze. Also das ist wirklich, das ist perfekt, oder? Noch Händchen angelegt, gell? Genau, und am Schluss natürlich der Gurt. Sicher ist sicher. Und jetzt habe ich ihn gestartet, das ist elektrisch. Elektrisch heisst, wir hören nichts. Wenn ich jetzt aus dem Park in die Reifen hineingehe und ich das Gas betätige, dann löst unsere elektrische Handbremse und das Fahrzeug fährt weg. Es ist ganz ruhig und ganz schön innen für verarbeitet. Also, habt ihr das gesehen, da die Nähte und so? Also wirklich ganz eine tolle Sache, gell, Roger? Der Elektro kommt bei uns als 208 und als 2008. Die Motorisierung ist die gleiche, der Akku ist ein bisschen weniger leistungsfähig aufgrund des grösseren Fahrzeugs mit mehr Gewicht. Wir haben gleich, wie es beim 208 bereits ist, das dreidimensionale 3D Peugeot iCockpit. Das heisst, du hast verschiedene Informationen auf verschiedenen Ebenen und wenn du jetzt zum Beispiel ein vorausfahrendes Fahrzeug hast, das dir immer wie näher kommt, kommt auch das Fahrzeug im Display wie näher. Das ist der Nachtfahrassistent oder das Nachtsichtgerät. Die heutigen Fahrzeuge auf dem top ausgestatteten Level, die haben ein Nachtsichtgerät, das dann Wild oder eben einen Fußgänger oder einen Velofahrer erkennt und das in der Instrumententafel anzeigt. Die Assistenzsysteme haben aber nichts mit dem Elektro zu tun. Das heisst, das Fahrzeug gibt es als Verbrenner, Benziner und Diesel ist bereits lieferbar. Und die genau gleichen Assistenzsysteme können wir dort ebenfalls haben. Soll ich hier schon hier? Ich glaube, das längt. Ja, das längt. Also, ich glaube schon. Wenn wir schon schnell. Ja, hast du noch Pumpfeder? Ja, also ich habe noch nicht Vollgas gegeben. Ich tue eine absichtliche Schule. Es ist ja nicht mein Auto. Es wäre eigentlich für mich gewesen, aber mir hat man eben gesagt, dass es retour geht. Da habe ich eigentlich eine scheiß Freude, dass ich das Auto überkommen durfte, dass wir mit dem Auto fahren können, dass ich dir das zeigen kann und dass ich spüre, ich gebe nochmal Vollgas, wie schön dass der kommt, wie schön leidlich dass er rollt. Kommt uns der Roland entgegen, Salut Roland. Alle Leistungsentfaltung und der zieht ihn durch, bis eben im Prinzip das Drehmoment, das heißt von unten weg oder von Anfang an weg. Und das ist schöner zum Fahren am Elektro. Weidgarage, Peugeot Weidgarage Wittmer in Grätzenbach. Auto Wittmer AG aus Grätzenbach. Früher haben wir Weidgarage geheißen, heute heißen wir Auto Wittmer AG, weidgarage.ch. Uns gibt es seit 1980. Wir sind Peugeot Vertreter und wir haben zusätzlich Porsche Car Service. Danke vielmals für die super Probefahrt in diesem ganz tollen Auto, muss man sagen. Und das war es auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Oh, abonnieren nicht vergessen. Er hat es gecheckt. Danke vielmals, Roger. Also super, gerade das nächste Mal wieder anrufen.